Hallo und gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Benoki Daily, eurer Tagesdosis angehörigen. Tagesdosis, habe ich gesagt. Eurer Tagesdosis. Ich bin der Christian, das ist der Puja. Super lustig drauf. Und wir sind heute hier für euch, um ein Wissen rund um den 13. November zu vermitteln. Wissage! 13. November. Aber Geburtstagskind. Richtig, richtig. Wer ist Geburtstagskind? Ich sag's dir. Ja. Gerhard. Schröder. Nee, Gerhard Butler. Sorry, wieder falsch ausgesprochen. Gerhard Butler. Gerhard Butler. Der ist geboren 1969. Hättest du das gedacht? Ja. Du denkst ja an vieles, aber hättest du das auch gedacht? Das hätte auch gedacht. Ja. Ja, ein Typ ist so Hammer. Gerhard Butler ist, weißt du, wo der herkommt? Jetzt wird's spannend. Wenn ich schon so sage, wenn ich schon so frage, hörst du auf meine Notizen zu gucken? Ich habe versucht zu spicken, aber... Er ist ein schottischer Schauspieler. Schottisch? Ja, aber nicht aus dem Clan der McLeods. McLeods. Genau. Gerhard Butler kennen wir aus vielen Filmen, auch aus so unrealistischen Filmen wie 300, wo die Perser aber eins auf die Mütze bekommen, was überhaupt nicht wahr ist, nicht mal ansatzweise. Ja, sowas kann es gar nicht geben. Die Perser. Genau. Auf jeden Fall, Gerhard Butler, herzlichen Glühwein heute. 13. November 1994, großer Tag für den deutschen Motorsport. Michael Schumacher gewinnt als erster Deutsche die Formel-1-Weltmeisterschaft. Die Franzosen nennen ihn auch Le Kin. Le Kin. Der hat doch für Flavio Briatore, war im Renault unterwegs. Mhm. Ne? Mhm. Und danach ist er erst zu Ferrari gewechselt und hat dann eins nach dem anderen weggehauen. Ja. Das war echt der Hammer. Legende. Richtig, richtig. Legende. Michael Schumacher. Gab es eigentlich vorher schon mal einen deutschen Rennfahrer, der so erfolgreich war? Ich glaube nicht. Michael Schumacher ist da unangefochten, die Nummer. Brutal. Und sein Bruder? Wie heißt Ralf. Ralf. Schumacher. Ralle. Ralle. Porno-Ralle Schumacher. Der hat nicht so viel gerissen. Nee. Aber immerhin auch für Schumacher. Der hat auch einen Schumacher Kohle gemacht. Ja. Genau. Also ein bisschen rumfahren und eine Bude in Monaco hat es gereicht. Ja, und für eine Perle mit schönen Augen hat es auch gereicht. Wo waren das bei Stefan Raab, ne, mit Panoralle, oder? Ich glaube ja. Okay, genau. 1990, an diesem heutigen Tag, gab es etwas ganz Besonderes. Und zwar etwas, ohne das all das hier gar nicht möglich wäre. Also, meine Hand. Wenn, ohne das nicht möglich. Ich hätte deine Eltern kennengelernt, oder was? Glückstag für die Menschheit. Nein, an diesem Tag wurde die erste Webseite in einem weltweiten Hypertext-Projekt veröffentlicht. Das war sozusagen die Geburtsstunde des Internets. Dieses Internets. Genau, das Internets. Ja. Wobei ich denke, das setzt sich nicht durch. Ich sage das immer wieder. Ja? Nee. Meinst du, Telefax kommt wieder? Ja, ich denke nicht, dass da Bedarf nach Personal Computern ist. Personal Computer, maximal 50 in der Welt, weltweit. Nicht viel. Schauen wir mal. Ne? Wenn ihr denkt, woher der Begriff Bug kommt? Nee. Man sagt ja Computer-Bug. Ja, Computer-Bug. Das war damals tatsächlich noch so, als die Rechenmaschinen, guck mich wieder so an, was für ein Scheiß wollen wir jetzt erzählen. Ich wollte gerade sagen. Das stimmt wirklich. Okay. Als die Rechenmaschinen wirklich ganz große und vor allem mechanische Apparate waren und da kam es auch schon mal zu Ausfällen, weil ein Käfer sich in die Mechanik... Ehrlich? Ja. Und daher kommt das. Der Begriff von wegen Bug. Käfer. Das Programm hat einen Käfer. So sieht's aus. 1985 gab es am 13. November einen Vulkanausbruch. Uiuiui. Ja, hat jetzt nichts mit Computern zu tun, war aber auch am 13. November. Mhm. Und zwar in der kolumbianischen Stadt Armero. Armero. Ui. Kolumbien. Vulkanausbruch und hat leider viele Opfer gefordert. Jahrestag. Tote oder nur Opfer? Sowohl als auch. Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall heute Gedenktag 1985, 13. November, Vulkanausbruch. Also, Schweigesekunde? Genau. Reicht. Gut. In diesem Sinne, ciao. Macht's gut.